Zug! Jetzt! So ist er du auch! Das hoffe ich doch. Verluste gehen in die Milliarden. Auch nur Milliarden, das ist ja günstig. Das ist mal ein großes Pentagramm. Das mag wohl nichts Gutes verheißen. Bitte, dass er zusieht. Bitte, bitte, falls das jemand da draußen hört. Der Doomslayer hat den Shit, Alter. Versuche, das Signal des Höllenpriesters zu erfassen. Okay. Die Invasoren haben fast 60% unseres Planeten verzehrt. Mir reicht diese Schrotflinte. Das Signal des Höllenpriesters ist erfasst. Das Ziel ist markiert, aber nur für eine kurze Zeit. Denn er ist es. Die reicht mir. Nicht den Menschen oder seine Art. Sie fürchten das Zeichen der Bestie. Er hat seine eigene Mondbasis am Start, oder was? Junge, ist laut. Ich muss vielleicht mal ein bisschen leiser machen, den Sound, glaube ich. Die Musik war schon immer gut bei Doom, ne? Hello. Hallo. Kurz, Sekunde. Kurz. Also mir war das viel zu laut. Musiklautstärke. Ja. Komm auch mal ein bisschen weiter runter. Na gut. Ist mir die Maus einen Tacken zu schnell? Ich weiß es nicht. Signal des Priesters erfasst. Ich markiere es auf dem Plan. Na, geht eigentlich. Piu! Piu! Was ist mit dir? Ach so. Glory Kill. Fügst du einem Dämon genug Schaden zu, wird er benommen und beginnt zu flackern. In seiner Nähe. Begib dich in seine Nähe, um Glory Kill zu erledigen. Mit einem. Ja. Glory Kills hinterlassen immer Gesundheit. Je weniger. Alles klar. Maus 5. Kettensäge. Kettensäge. Ganz spät. Okay. Drücke C, um sofort Dämonen mit der Kettensäge zu töten und deine Munition wieder aufzufüllen. Die Kettensäge benötigt Treibstoff. Treibstoff, Kanister, Pickups füllen die Kettensäge wieder auf. Eine Treibstoffe. Okay. Wenig Munition. C. Mehr Munition. Hallo. C. Alter, spring ich aber. Alt klar. Da kam er her. Was bist du? Okay. Du explodierst, wenn man dich beschießt. Da geht's nicht weiter. Schlagobjekte, nett. Okay. Drücke Leertaste, um in die Luft zu springen. Drücke nochmals Leertaste. Während du in der Luft bist, mach einen Doppelsprung. Alles klar. Doppelsprung. Gut, was haben wir hier? Das ist der Waffenmod-Auswahlbildschirm. Über den Modbot kannst du deinen Mod für eine verfügbare Waffe auswählen und dann freischalten. Mit Mods kannst du das Gameplay verhalten.
Jede Waffe erweitern. Haftbombe. Vorschau. Alles klar? Alles klar. Tja, was nehmen wir? Jemand im Chat? Was nehmen wir? Was ist mir denn sympathischer? Keine Ahnung. Ich nehme die Vollautomatik. I don't know. Um eine Waffenmod zu benutzen, drückst du und hältst du Maus 2 und dann Maus 1, um zu schießen. Ich stelle mal schreiben in den Dossier, um mehr zu erfahren. Suchen ab. Alles klar. Okay. Rüstung, Gesundheit. Weiter geht's. Vielleicht. Dahin. Okay. Gut, gut, gut. Wenig Munition. Das ist schlecht, würde ich sagen. Hallo. Da wird geschnetzelt. Munition, 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 das sind aber viele. Kleiner Imp, du. Schlitz, Schnetzel. Komm her, du! Was hier los ist. Schlitz! Noch irgendjemand? Da unten war doch noch Munition, oder nicht? Oh. Eigentlich Motorsägen. So, leer geräumt. Sehr schön. Kettensäge. Wieder auffüllen. Wo steht das? Ach, da. Okay. Die war auch leer. Da hinten haben wir noch. Lecker, lecker Medikit. Was bist du? Binnenschiefe zur Hölle. Ja, okay. War da unten nicht noch was? Schauen wir mal eben. Ach, du bist nur so ein. So ein Sprungdingens. Na, dann weiter geht's. Oder was? Also. Bäm. Du. Ja, ich. Meine Seele bleibt beschützt. Unmöglich. Glaube nicht, anscheinend. Das war wohl nicht so gut für seine Seele, schätze ich. Krone muss sitzen. Perfekt. Schnell. Oh. Boom.
Verzehrung der Erde wurde um 36,8% reduziert. 2 Höllenpriester verbleiben. Alles klar. Der ist groß, sag ich mal. Die kennen wir doch auch noch. Weiter geht's. Codex. Komm mal her, du Codex. Ein Waffenmod. Aber ich hab doch erst eine. Und Klingen. Haftbombe. Gib mir das. Drücke F, um die Waffenmods zu wechseln. F. Okay, da unten steht's. Nehmen wir erstmal die Granate. Die Granate. Rüstung. Ah. Automap. Drücke Alt. Alt. Achso. Alles klar. Wo ist denn... Wir haben doch auch eine Karte, wollte ich gerade sagen. Drehen. Alles klar. Boom. Schlitz. Gib mir die Munition. Wie war das noch mit der Haftgranate? Probieren wir aber jetzt nicht an so einem Nahkampf, brauchen die schon ein bisschen, ne? Schrotflinte nicht so sehr. Okay. Springen wir hier runter, springen wir hier runter. Schön daneben geschossen. Du kriegst erstmal so eine Granate, alles klar. Granate ist auch ganz nice, ne? Ist voll, okay. Da geht's hin. Ich dachte, ich hätte da was glänzen sehen. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Was soll mir das wohl sagen? Okay. Komm ich hier hoch mit dem... Nein. Muss ich doch sicher irgendwie dran springen, aber wie? Reicht er denn? Er reicht. Auch noch ein Reckturner jetzt, oder was? Einige der Dämonen beweisen weisen Schwachpunkte auf, die beim Treffen zusätzlichen Schaden nehmen oder sogar völlig einer deaktivieren. Beim Schaden blitzen sie rot auf. Blitze das gerade rot auf? Ich habe nicht drauf geachtet. Der Arachnotron. Achso, okay. Ist ein schwerer, auf Ferngriffangriffe spezialisierter Dämon. Sein Geschütz ist ein Schwachpunkt zu deaktivieren. Alles klar. Der wird ja wohl jetzt irgendwo hier kommen, nicht? Oh. Ein bisschen an die schnellere Maushands gewöhnen, aber das braucht man leider in dem Spiel. Wo ist er? Ha! Zack, deaktiviert. Kriegst du direkt mal so eine... Weg da, du Imp. Wenig Munition, das ist schlecht. Gib mir Munition. Komm her. Ey, was? Gerade sagen. Ins Auge. Nein, das wollte ich. Stirb. Boom. Upsa. Das wollte ich eigentlich nicht. Könnte auf jeden Fall ein guter Aim-Trainer sein, dieses Spiel, wa?
Da gibt's eine neue Waffe. Erstmal den Stuff hier einsammeln. Gib. Boom. Nobody. Drücke Q, um schnell zu deiner vorherigen Waffe zu wechseln. Halte Q, um das Waffenrad zu aktivieren und all deine Waffen und aus all deinen Waffen zu wählen. Schwere Kanone. Schwere Kanone, gut. Okay. Nachladen braucht man eh nicht in dem Spiel, glaube ich. Halt. Was bist du denn? Findest du eine Automap-Station, werden alle noch nicht erkundeten Bereiche der Karte aufgedeckt. Aha. Du siehst diese über den Reiter Karte im Dossier. Die Automap zeigt außerdem wertvolle Gegenstände in der Welt an, also regelmäßig aus und zu dem, was du entdecken kannst. Tab. Waren wir eben schon. Okay, da war ich schon überall. Hier gibt es noch ein Fragezeichen. Ja, da gehen wir aber jetzt nicht zurück, würde ich mal sagen. Da vorne geht's weiter. Alles klar. Alles voll. Gut. Schlitz. Schlitz. Die bekämpfen sich gegenseitig. Komm mal her, du. Warum bekämpfen die sich gegenseitig? Gib mir Gesundheit. Gib mir Gesundheit. Du auch. Ist zwar voll, aber egal. Aus Prinzip. Gefälligst. Oh, schon leer. Ey. Das betreibt er aber. Ey, ich will. Zerstör doch das. Geht doch. Und Munition. Sehr schön. So wollen wir das. Sehen Sie sich einen Augenblick um. Erleben Sie die Schönheit der Welt, die wir geschaffen haben. Ja, geht so, oder? War jetzt nicht so erfolgreich, würde ich mal sagen. Fragezeichen. Kommen wir da denn irgendwie hin? Stimmt hier irgendwo her, oder? Imp. Toter Imp. Toter Imp. Nee. Run up! Ich will da rein. Jetzt da hoch. Was ist denn? Übertreiben Sie doch nicht. Junge Mann, warte mal, hier war ich doch. Hier kommt man nicht hoch. Was ist dieses? Gut, Munition. Autsch. Okay, da ist schon mal das. Codex-Eintrag. Restliche menschliche Bevölkerung, Teil 2. Geheimnis hier gefunden. Mein Extra-Leben. Fehlt nur noch das Fragezeichen da hinten. Machen da so einen Lärm eigentlich. Warum bekämpfen die sich gegenseitig?
Stomp. Hey. Komm mal her, du kleiner Wicht. Okay, da geht's weiter. Sicherheitsstufe gelb. Schlag das ein. Geht nicht. La 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 la. Hier kann nicht durch. Brauche ich die Muni? Schalaitz. Was sagen, wo ist denn der andere? Imp. Dann können wir uns doch praktischerweise schnell die. Da geht sogar weiter. Aber nicht hier, oder? Praktischerweise die. Was bist du? Munition holen, wollte ich sagen. Der war wohl mal ein Bot. Da hinten geht's vielleicht weiter. Hören's. Hm. Der Slayer kann sich durch Drücken der Maus-5-Taste an schartige Wände. Was zur Hölle sind Scharten? Mit Scharten. Schießscharten? Okay. Wenn die Kleine sich klettern, springen. Alles klar. Das werde ich wohl da machen müssen. Gibt's hier noch was? Nicht so wirklich. Maus 5. Du alte schartige Wand. Er macht also so gut wie alles mit Maus 5. Was bist das? Ah. Schlitz? Nee, war kein Schlitz. Geöffnet. Putz. Was? Ich wollte ich den anderen, aber gut. Soll mir recht sein. Knacks. Gib mir das. Wir brauchen die Gesundheit. Gott sagen, du warst doch am Flackern. Das mit dem eingeschlagenen, eingedrückten Kopf ist bis jetzt meine Liebling. Was zur Hölle? Gut, dass ich das so überhaupt nicht mitgekriegt habe da an der Wand. Hau dir den Nomen zurück in die Hölle, Dämonen. So sieht's aus. Moin Nils, was läuft bei dir? Ja, ist ja wirklich eine Scheiße jetzt hier. Die Säuberung der Erde ist ein Ouch. Warum ist da einfach eine. Watch us selling. Wenig Munition, was haben wir denn? Gut, dann nehmen wir die. Er ist schon wieder. Oh, der ist neu. Gesundheit. Ja, ja, ja. Gib, gib, gib. Gib, gib, gib. Waffenmod, ein Waffenmod. So. So, was kannst du denn? Präzisionsbolzen, okay, das. Wäre natürlich jetzt nicht so schlecht, ne? Eine Raketensalbe, ja, dafür haben wir die Granaten. Ich nehme erstmal das hier. So ein Scharfschützendings. Wäre ja theoretisch erstmal gar nicht so schlecht, nicht? Bringt mir ein Opfer. Was zur Hölle?
Drücke Steuerung links oder Maus 3. Was zur Hölle ist bei mir Maus 3? Ja, ich glaube das. Um eine Granate abzufeuern. Die explodiert, wenn sie auf dem Boden landet. Die Explosion fügt allen Dämonen... Ja, das hoffe ich doch. Schaden zu und bringt sie ins Taumeln. Kombiniere sie mit anderen Waffen. Dies mit anderen Waffen. Lädt sich im Laufe der Zeit wieder auf. Alles klar. Auf die Schulter geschnallt, das Teil. Das habe ich voll. Geht's da weiter? Okay, dann gucken wir erstmal kurz noch, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier geht er hoch. An der Ecke. Nö. Gut. Das war, glaube ich, voll. Jo. Hier gibt es auch nichts Spannendes. Gut, ein bisschen Munition. Die kann natürlich nicht schaden. Hölle, hölle, hölle. Eiskalt lege ich dir die Handschellen an. Die Handschellen an. Der Kakodämon ist ein schwerer Dämon, der mit einem garstigen Biss im Nahkampf. Schießt eine Haftwaffe oder Splittergranate in seinen Maul, um ihn sofort benommen zu machen. Ob ich mir das merken kann, ich weiß nicht. Aber die Granate wollte ich erstmal ausprobieren. Ich wollte gerade sagen, das war wahrscheinlich nicht Sinn der Sache. Doppelsprung. Sollen wir die mal kämpfen lassen? Wir lassen die mal kurz kämpfen. Doppelschlitz. So, den hier wollte ich mal ausprobieren. Haftgranate. Warte. Oh nein. Falsche Taste. Komm mal auf. Witzig. Au. Das zeckt, sag ich mal. Gib mir deine Gesundheit, Dämon. Fieser, fieser Dämon. Hey. Sterbt alle, zurück in die Hölle mit euch. Wenn die aus der Hölle kommen und wieder zurück in die Hölle gehen, könnten sie dann nicht theoretisch auch einfach wiederkommen? Hm? Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Oh. Wie? Oh. Arsch. So, ich habe ja noch die... Munition, Gesundheit brauche ich. So war das. Au. Oh, die brauche ich. Und ins Auge. Au. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Noch einer von denen. Ja gut. Das ist jetzt nicht so tragisch. Na gut. Keine Granaten mehr. Ey, lass mich durch. Uah. Splat. So, die laufen nur so ein bisschen gleichgültig hier rum. Das war weird. Hier ist noch Muni. Wie viel hat die andere? 8. Natürlich auch nicht die Ma- Ah. Da kann man nicht rein. Muni, gib. Schon aufgefüllt. Okay. Da hinten gibt's noch. Hä? Ist das nicht so ein Schwingdings? Na egal. Aber Ditte hier nehmen wir noch. Den Kanister. Oh. Das war ein Mech. Gewaltiger Mech.
gewaltiger, gewaltiger Mech. Da hinten geht's weiter. Achso, ich muss hier noch außen rum. Lol. Ja, bitte, wo bist denn du? Ah, das wäre natürlich... Ei, ei, ei. Da gibt's große Rüstung. Wie komme ich da hin, wäre die Frage. Hier rüber? Nein. Von der anderen Seite? Von da oben. Wie komme ich da oben hin? Irgendwie hinten rum? Hier über die... Nein. Klettern kann ich auch nicht. Wie komme ich da hoch? So, du warst das. Gar nicht, was? Wie komme ich denn da hinten rüber? Was habe ich verpasst? Runter geht's auf keinsten. Da kann ich über diese... Ach, da hinten ist so eine Wand. Ist das so eine Wand? Das ist so eine Wand. Aber das? Ja. Gute Frage, das. Wir werden es erleben, denke ich. Okay. Und jetzt? Nein! Das war's schon mal nicht. Aber hier an der Seite ist auch sowas. Ja, die sind beide angezeigt. Schon klar. Aber da kann ich ja nicht... Nicht blöd, ist auf der anderen Seite vielleicht noch was? Der Kleine versteht's nicht. Kann ich hier einfach... Nee, kann ich auch nicht. Hä? Alter! Da! Komm ich denn da hin? Komm ich. Alles klar. Okay, jetzt raff ich das auch. Aber. Komm ich da gleich vielleicht erst hin? Also, ich glaube, hier rüber wird's, ist es zu weit, oder? Ich weiß nicht, wie weit der springen kann. Doch, reicht. Alles klar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schneller, Imp. Imperator. Sag ich. So. Gastiger Tentakel. Au. Wenig Munition. Toilette? Jo, geht. Da ist schon wieder so ein Tentakel. Nicht? Bum bum. Haben wir die Splittergranate, haben wir auch wieder am Start. Da ist er wieder. Arschloch. Klaut er mir meine Rüstung. Schauen wir mal bei einer Schlägerei zu. Aber umbringen tun sie die nicht, glaube ich, oder? So wie das aussieht. Oder? Wo ist der andere? Ah. Der spawnt einfach wieder, okay. Hier gibt's nichts. Ah.
endlich mal so jetzt. Das mit der Dingens hat nicht geklappt. Granate. Ja, ich brauche Muni. Gib mir Muni. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Aber deine Heilung. Danke sehr. La 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 la, da kann ich hoch klettern. Flink wie ich bin. Hua. Boom. 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 Sehr schön. Der war doch auch am Leuchten. Ich wollte es doch gerade sagen. Verdammt. So. Plop. Ah. Plop. Alter, das kurz bevor er die das Auge rauszieht, ist doch mal locker. Oh oh. Ist doch mal locker, wenn man über so einen Luftballon rüber. Wisst ihr, was ich meine? So rüber reibt, wenn der voll ist, dann klingt das ähnlich. Ich brauch meine. Mach's Maul auf! Komm her! Hey! What? Deine Munition! Knacks! Das ist gut. Ey. Ich war doch gerade voll im Killing Spree, Alter. Was zur. Ein extra Leben. Wie komme ich da rein? Von da oben. Gib mir erstmal alles, was hier noch so ist. Nix, da komme ich her. Nix. Ups, das war nicht so klug. Die Sounds sind schon mal so geil. Ploppt der Kopf runter. Was sind die Dinger überhaupt? Ist das auch Heilung? Weil Mana ist es wohl kaum. Vergessen Sie die Zukunft. Zu leiden heißt, gegenwärtig zu sein. So, da hinten brauche ich noch mein Extra-Leben wieder. Ach. Max, au. Was ja. Hey. Autsch. Extra Leben. Hier. Yay. Sag ich doch, da ist nix. Flinch, wieder hier hochgeploppt. Sag ich. Da wird sich wieder geprügelt. Wo wollte ich? Bam, sagt er. Der Demon Slayer. Geimpft. Das war ein Teil von dem Imp. Autsch. Autsch. Dieser Kopfschuss-Sound ist der beste. Geil. Ist das geil. Ich will nochmal. Ich find's großartig. Au. Nein, ich will deinen Kumpel.
mir deine Energie. Du auch. Oh, schon tot. Halt. Hey. Ach, andere Knarre habe ich nicht. Ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Hab ich noch eine Granate? Ein Schuss hat gefehlt. Hier ist was grün. Heißt das nicht normalerweise, ich kann da irgendwo rein, aber nein. In diesem Fall wohl nicht. Noch Munition. Zack. Die Khan-Maker ist nass. Okay. Sie befindet sich in der Dämonenzitadelle. Markiere ihren Standort auf dem Haken. Alles klar. Auf zur Dämonen-Zitadelle. Oder was? Gibt's hier noch was? Bestimmt, aber... Oh, da haben wir noch ein... Da ist ein Fragezeichen, noch ein Fragezeichen. Ja, aber wir sind ja nicht hier, um Geheimnisse zu lösen. Ne? Ich gehe jetzt nicht nochmal in das ganze... Ach, falsche Richtung. In das ganze Level zurück. Wir sind ja hier, um das Spiel durchzuspielen. In mehreren Teilen. Befindet sich ein Aufzug in der Mitte der Anlage. Geil. Munition, nicht so viel. Da müssen wir nochmal einen durchsägen. Codex. Oh, scheiße. Ich wollte mich ducken. Geht nicht in dem Spiel. Guck mal hier. Dass hier noch was liegt. Wie haben die eigentlich so schnell so Zitadellen gebaut? Möchte ich mal wissen. Oder wie lange läuft der Bums hier schon? Was? Mit der Schnellreise kannst du dich durch zu bereits besuchten Punkten auf der Karte teleportieren. Nutze sie, um weitere Gegenstände zu finden und optionale Begegnungen abzuschließen. Die Schnellreise wird gegen Ende der Mission freigeschaltet. Über den Reiter Karte und Dossier Tempel greifst du auf die Schnellreise zu. Alles klar. So, also. Das riecht ja schon nach großem Battle, oder? Diese Arena hier. Finde ich. Findet ihr nicht? Chatte die Chat. Erstmal gucken. Aber hier scheint es nicht so viel anderes zu geben, wa? Bin ich schon einmal rum? Noch nicht ganz. Ich brauche doch erstmal Munition. Hier geht's nicht weiter. Ja, ich weiß, ich muss dahin. Hier ist noch ein Codex. Ein Codex-Dings. Gut, auf geht's. Na klar, ist das der Schalter für den Aufzug. Außerhalb ihres Reiches ist sie jedoch vollkommen unverwundbar. Okay. Hallo. Wie geht's euch so? Wie kann das sein? Kein Mensch kann durch dieses Tor. Ich bin kein Mensch, Digga. Das ändert gar nichts. Das Sakrament dieser Welt für die große Khan-Maker wird vollzogen. Khan-Maker? Die Energie wird abermals erneuert. Geil. Aus den Seelen der Ungläubigen, wie es geschrieben steht. Du kannst sie nicht vor ihrem Schicksal bewahren. Digga, weißt du, wer ich bin, Junge? Tja, da rennen sie. Dieses Mal gehst du eindeutig zu weit. Du kannst nicht eingreifen. Dies ist die einmalige Chance der Menschheit auf Buße, um uns hingebungsvoll zu dienen. Ja, was mit nein? Du wirst dich dem Willen der Khan-Maker beugen. Aktiviere das Portal.
Denn du bist bestimmt, meinen Willen zu vollstrecken. Level beendet, Level beendet, Level beendet. Enter zum Fortfahren halten. Auf der Stelle